Gut, dann Lektion Nummer 5. Feind Nummer 2. Feind Nummer 2. Wir hatten schon letzte Woche gesprochen. Eigentlich haben wir nur einen Feind. Ne? Das ist Satan und seine Dämonen. Aber der Satan, dadurch, dass er die heutige Zeit, die heutige Ära, die Welt beherrscht, hat er auch seine Finger im Spiel in ganz, ganz vieles, was auf der Welt passiert. Und darum nennt auch die Bibel, dass die Welt unser Feind ist. Lass uns mal zusammen diesen Vers, Galater 1,4, lesen. Denn der sein Leben für unsere Sünde hingegeben hat, das tat er, um uns aus der gegenwärtigen Welt zu befreien, die vom Bösen beherrscht wird. So war es der Wille unseres Gottes und Vaters. Galater 1,4. Der Satan und die Dämonen, die versuchen uns auf den Weg zu bringen, aber die Bibel nennt auch eine zweite Richtung der Versuchung. Ganz konkret, das ist quasi einfacher, teilweise einfacher zu identifizieren, die sichtbare Welt. Die sichtbare Welt wird vom Satan benutzt. Und natürlich, wenn wir jetzt das Wort Welt hören, denken wir vielleicht an den Planet Erde. Ja? Manchmal benutzt auch die Bibel selbst das Wort Welt in diesem Sinn. Ich habe hier Psalm 9, Vers 9, Jesaja 13, 11, Johannes 3, 16 benutzt in diesem Sinn. Okay, als die Einwohner der Erde oder das Planet Erde. Aber in dieser heutigen Lektion und in ganz, ganz vielen Texten des Neuen Testamentes bedeutet Welt völlig was anderes. Es ist ein System, das Satan geschaffen hat und benutzt, um uns aus dem Weg zu bringen. Das Sichtbare, die Umgebung, die Medien, handelt der Satan so, um unsere Lüste systematisch zu erwecken. Ja, der Satan arbeitet so, dass wir dahin schauen, dass wir das begehren, die Sachen, die die Umgebung, die die Medien anbieten. Lass mich nur hier eine wichtige Wahrheit betonen. Welt, habe ich schon gesagt, ist nicht das Planet Erde, weil das Planet Erde ist im Grunde nicht böse und nicht gut. Ne? Es ist neutral. Die Sachen, die Bäume, die Tiere und die Mineralien und alles andere, ist neutral, moralisch neutral. Und auch die Schöpfung sollen wir, verwalten und schützen. 1. Mose 2,15. Ne? Gott hat den Menschen gestellt als Verwalter der Schöpfung. Aber dieses Wort Welt bedeutet die Lebensweise, das Lebenssystem, was Satan anfeuert, was Satan geschaffen hat. Das sind die sündhaften, gottlosen Lüsten und auch der rebellische Geist, der gegen Gott kämpft. Gott versucht, dass alle Menschen Gott ignorieren und das Wort Gottes belächeln, nicht ernst nehmen. Und alles, was die gottlosen Menschen machen, folgt diesem System, die sogenannte Welt. Lass uns, Isaias, würdest du bitte hier 1. Korinther 2, Vers 12 laut lesen? Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Ja, 1. Korinther 2, 12, der Geist der Welt. Dieser Geist der Welt heißt, dieses System aus sichtbaren Sachen. Die Welt
die Tiere, die Pflanzen, die Mineralien sind alle sichtbar und dadurch können sie gebraucht werden, und ich meine jetzt Menschen und alle andere Sachen, können vom Satan gebraucht werden, um uns zu locken, um uns auf eine falsche Fährte oder schlechte Ideen zu bringen, versteht ihr? Ja? Die Sachen selber sind nicht schlecht, ja, die Sachen sind einfach da, aber die können benutzt werden vom Feind. Gott hat die Welt geschaffen, die Welt war schön und dadurch, dass die Welt so schön war, hat man gemerkt, dass Gott auch schön und kreativ und liebvoll ist. Aber was hat Satan gemacht? Er hat mit den Menschen gemeutet und versucht heute, sich selbst zum Ausdruck bringen durch die Welt. Das heißt, dass die Menschen erkennen, da ist was Böses, da ist was Falsches, da ist ein böses Wesen, was sich in diesen Geschehnissen ausdrückt. Ja, wie jetzt, sagen wir mal, wie Ungerechtigkeit, Gewalt, Hunger etc. Das sind Sachen, die Gott nicht, nicht wollte, aber der Satan, der arbeitet so, dass diese Sachen geschehen. Der Plan Gottes wurde sabotiert. Missionarin Elisabeth, würdest du in die 1. Johannes Kapitel 2, Vers 16 bitte laut lesen? Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Hier sehen wir, dass es verschiedene Sachen gibt, die nicht von Gott kommen. Obwohl Gott alles geschaffen hat, aber Satan hat den Plan Gottes sabotiert, hat sich eingemischt und wirft sein Gift in die Welt, in der Schöpfung rein, so dass vieles in seinen Sinn jetzt läuft. Satan hat politische, kulturelle, wirtschaftliche und religiöse Systeme aufgebaut, welche gegen Gott und sein Volk sind. Ja. Satan hat diese Systeme aufgebaut, um das zu erreichen, das Ziel zu erreichen, dass die Menschen nicht an Gott glauben. Hast du eine Kugelscheibe? Ich hatte da einen Kugelscheibe irgendwo, aber ist nicht. Derzeit rivalisieren zwei Welten. Zwei Welten. Eine Sekunde. Ja, das merken wir schon, dass dieser Krieg natürlich immer zwei Fronten hat. Nein, zwei Fronten ist nicht das Wort. Zwei gegeneinander angreifende Armeen. Ne? Ein Krieg wird nie von einem Land selbst gemacht. Ne? Das sind immer zwei Länder oder zwei Fronten, sei es jetzt in einem Bürgerkrieg, dann gibt es zwei Parteien, oder in einem Länderkrieg, das sind einige Länder. Und wenn jetzt Satan und Gott sich bekämpfen, da sind es zwei Fronten, zwei Armeen, die sich bekämpfen. Und ich sage mal so, zwei Welten habe ich das so genannt, Welten, weil es sind zwei Arten zu denken, zwei Lebensarten, die völlig verschieden sind. Gott, das heißt Satan, er ist der Gott, in Klammern, ne, in Klammern dieser Welt. Satan ist der Gott dieser Welt, aber das habe ich nicht erfunden, frei erfunden, dass Satan der Gott dieser Welt ist, sondern da gibt es viele Texte im Neuen Testament, die Satan auch so nennen, der Gott dieser Welt. Das heißt, der im Grunde gehorcht wird in dieser Welt. Die Menschen gehorchen dem Satan, ohne es zu merken. Und darum wird er auch den Gott dieser Welt genannt. Und durch Lügen lenkt er die Menschheit.
Und so, dass sie von Gott getrennt werden und versklavt werden von der Sünde, von das Böse. Ja. Aha. Genau, so sagen viele. Ne? Rettung. Was heißt Rettung? Es ist wichtig, dass wir das dann auch verstehen, weil viele denken, Errettung heißt, wenn wir sterben, dass wir zum Himmel gehen. Aber nein, Errettung heißt auch, dass wir schon an diesem Leben, seit unserer Bekehrung, nicht mehr diesen Weltlauf mitrennen mit diesen Läufern des Satans, mit diesen Menschen, die laufen, ohne zu wissen, die meisten ohne zu wissen, dass sie Satan gehorchen. Aber wir laufen in der anderen Richtung. Es gibt so ein Sprichwort, ein lebender Fisch schwimmt immer stromaufwärts. Und die meisten sind die toten Fische, in Klammern, die schwimmen mit dem Fluss. Das sind die Weltlichen. Die gehen einfach in der Richtung, wo alle anderen gehen, mit dem Fluss, wo es leichter ist. Aber der glaubende Christ, der schwimmt flussaufwärts, das heißt in der entgegengesetzten Richtung. Stefan, würdest du 1. Johannes 2,15 bitte laut lesen? Ja, gut. Dieses Wort Welt ist wirklich ein bisschen schwer, dass wir das verstehen. Aber ich bin sicher, dass wir das auch verstehen werden bis zum Ende dieser heutigen Lektion. Ich sage wieder, die Rettung bedeutet nicht nur zum Himmel gehen, wenn wir sterben, aber aus diesem Weltsystem, aus diesem System, was der Teufel aufgebaut hat, nicht mehr teilzunehmen. Das ist ein Anti-Gott-System, dass wir die Richtung unseres Herzens an Gott ausrichten. Halleluja. Halleluja. Wolfgang, würdest du Römer 12, 2a bitte lesen? Lasst euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Halleluja. Ne? Wir merken immer, dass in diesen alle Verse, die wir lesen, das Wort Welt, nicht die Schöpfung oder das Planet Erde gemeint wird, aber immer ein System, ein System, was uns nicht passt, was versucht uns aus dem Glauben an Gott zu entfernen. Die Satanswelt, die Welt, Satan hat momentan die Welt unter seine Herrschung genommen. Und da er ein persönlicher Feind von Jesus Christus ist, benutzt er die Menschen und die Umgebung. Die Menschen sind Teil der Umgebung, das heißt alles, was um uns herum ist. Sei es Menschen, Tiere, Pflanzen, Gebäude etc. Benutzt der Feind, versucht er zu benutzen, um uns aus dem Weg zu schleudern. Er hat seine Ziele. Satan hat das Ziel, gegen Gott zu sein. Satan mit seinen bösen Geistern, mit seinen Dämonen, mit seinen gefallenen Engeln kontrolliert die heutige Welt. Und da habe ich einige Bibelverse zitiert. Ich zitiere immer so ein, zwei oder drei Verse. Aber eigentlich gibt es ganz, ganz viele. Nur die Hauptverse habe ich da genannt. Ne? Könnt ihr zu Hause aufschlagen. Das System Satans ist verlockend. Ne? Habe ich schon mal gesagt, Gott ist die Wahrheit und er sagt uns auch die Wahrheit. Wenn er irgendwas von uns will oder uns in irgendeinen Weg vorschlagen, zeigen, dann sagt er es offen. Und Satan macht das Gegenteil. Er versucht, die Menschen immer auf falsche Wege zu bringen, mit List. Das steht ja listig, mit Lügen, mit Verlockungen,
Und darum merken die Menschen gar nicht, dass sie völlig auf dem falschen Weg sind, weil es den Teufel sie dahin gebracht hat. Mit seinen Tricks, mit seinen, dieses System mit seinen Werten und Ideologien. Die Werten der Ideologien oder die Werten der Welt sind auf ein vergängliches, sichtbares und sinnliches System basiert. Michelle Tatjana, würdest du 1. Korinther 7, 31 bitte lesen? Und die dieser Welt gebrauchen, als gebraucht sind sie die gar nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Ja, das Wort vergeht, das war mir wichtig. Vergänglichkeit. Alles, was sichtbar ist, ist vergänglich. Alles, was sichtbar ist, ist vergänglich. Versteht ihr? Alle, sagen wir mal, ein Haus. Ein Haus ist sichtbar und es ist vergänglich. Das sehen wir, wenn wir durch die Stadt gehen, dann sehen wir ganz alte Häuser, die schon runtergekommen sind. Und es dauert nicht lange, dann müssen sie abgerissen werden. Oder ein Auto. Wir laufen durch die Stadt und sehen ganz alte Autos, die dann verrostet sind und irgendwann verschrottet werden müssen. Baum ist das beste Beispiel. Ja, auch die Bäume, es gibt Bäume, die dann viel sehr lange leben, 100 Jahre vielleicht, aber die meisten leben nur sehr wenig, 20 Jahre oder so, dann sterben sie und müssen umgehauen werden. Sei es, kann es. Ich würde eher den Durchschnitt so auf 100 Jahre tippen. Es gibt manche Bäume, der Mammutbaum lebt bis zu 2000 Jahre. Also es gibt manche Bäume, die werden schon ganz alt und ganz dick. Aber, ja, okay. Die sind ja noch da, aber die Blätter halt. Also es gibt ja Jahreszeiten und da kommen grüne und rote Blätter und braune. Und erstmal ist das alles weg und dann ist der Baum einfach da. Und egal. Ja, okay, das Ziel meiner Argumentation ist zu zeigen, dass alles vergänglich ist. Ne? Auch die Tiere, die leben auch nur ein paar Jahre. Und da gibt es auch die Mücken zum Beispiel, leben nur ein paar Tage. Und es gibt auch andere, die nur ein paar Minuten leben. Nee, ne? Einen Tag. Also oder einen Tag leben. Ja. Ne? Alles ist vergänglich. Alles Sichtbare ist vergänglich, weil die auf so Atomen basieren und die lösen sich irgendwann von den anderen und so weiter. Ja. Alles Sichtbare ist vergänglich, nur das Unsichtbare ist nicht vergänglich, ja, das Reich Gottes. Ich sage jetzt. Ja, irgendwo steht es noch, dass der Rost, was der Rost frisst und die Motten essen oder so, irgendwas ist das. Genau, ja. Sei es meint hier den Vers, sammelt eure Schätze im Himmel, genau. Wo der Rost nicht verrostet und wo der Schimmel nicht verschimmelt oder etc. Ja. Oder wo die Motten nicht fressen. Ne? Ja. Weil alles hier auf Erde wird gefressen von irgendwelchen Bakterien oder Schimmel oder andere Sachen. Ne? Nur das Gold wird jetzt nicht verschimmelt, aber es wird von Räubern, ja, oder heutzutage würde man sagen, von Bankieren an sich gezogen. Oder okay, das war jetzt ein bisschen ironisch, aber im Grunde jede Ironie hat auch ein bisschen Wahrheit. Alles Sichtbares ist vergänglich, aber das Weltsystem ist auf diese sichtbaren Sachen konstruiert. Versteht ihr? Die Mensch lebt für das Sichtbare. Die Menschen ohne Jesus leben für alles, was sichtbar ist. Sie wollen sich ein Haus kaufen, sie wollen sich das kaufen, sie wollen ein schönes Gemälde haben oder die gucken nur an das, was sie sehen. Das ist für sie wichtig, was sie sehen, was sie fühlen, was sie in der Hand spüren können. Im Grunde alles, was materiell und sichtbar ist. Und das ist das System, was dem Teufel gefällt, dass die Menschen sich an diese Sachen klammern, an die Sachen. Und dadurch vergessen sie Gott.
Und Satan benutzt die menschliche Sinnlichkeit, Lüste, Begierden, Sorgen und Ängste. Ja, alles das hat mit Sichtbares zu tun. Sinnlichkeit hat damit zu tun, dass wir die fünf Sinne haben und die bringen uns Informationen und die sagen uns, ob jetzt ein bestimmter Gegenstand schön ist oder hässlich. Wenn jetzt ein Essen gut schmeckt oder nicht gut schmeckt, und das hat mit Sinnlichkeit zu tun. Oder jetzt im sündhaften Bereich, ne, die Versuchungen, Ehebruch und so weiter, hat alles mit Sinnlichkeit, das hat mit Sichtbaren zu tun. Lüste hat auch damit zu tun, mit das Sichtbare, mit den Sachen, mit Essen. Ne, Essen ist auch Materie, sichtbar. Begierden. Begierden heißt, dass man sich wünscht, diese Sachen zu haben. Sorgen und Ängste haben auch damit zu tun, weil die Menschen machen sich Sorgen, weil sie denken, ob sie morgen noch diese sichtbaren Sachen haben, Geld und Haus und so weiter, Ängste. Ne? Die haben Angst, ob sie morgen noch am Leben sind oder so, etc. Hat alles mit den sichtbaren Materiellen zu tun. Und Angriffsflächen, die der Mensch dem Satan bietet. Ja, jeder Mensch hat seine Schwächen, hat seine Punkte, wo er offen ist für diese Versuchungen, wo er ein Problem hat mit Sinnlichkeit, Lüste, Begierden, Sorgen, Ängste etc., wo er eine Schwäche hat und der Satan versucht da sein Werkzeug zu stecken und dazu dieses Loch zu erweitern. Und sein Ziel ist, die Menschen von Gott abzuwenden. Jesaja, würde uns Jakobus 4,4b bitte vorlesen. Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Ja. Das heißt, wer in dieses System wandelt, das heißt, wo das Sichtbare, Spürbare das Kriterium ist, der kann nicht ein Freund Gottes sein, weil Gott will, verlangt von uns, dass wir vertrauen, dass wir glauben an seine unsichtbare Welt, an seine unsichtbaren Verheißungen, an sein Wort, ne, das, obwohl es geschrieben steht, aber es ist wurde als ein unsichtbares prophetisches Wort gegeben. Alles ist unsichtbar, was mit dem Reich Gottes zu tun hat. Dadurch können wir nicht die zwei Systeme praktizieren. Oder wir lieben das Reich Gottes, was unsichtbar ist, oder wir lieben die Sichtbare und sorgen uns, das Sichtbare zu haben. Das sind zwei verschiedene Denkweisen. Ne? Wir leben auf der Erde, ist normal, wir leben auf der Erde, aber sollen nicht uns beeinflussen vom System Welt und weniger daran teilnehmen, weil wir es besiegt haben. Das heißt, wir siegen über die Welt, indem wir das ablehnen. Die Welt sagt, du musst das und jenes haben, damit du Freude hast, du musst dies und jenes kaufen, damit du dich erfüllt fühlst, du musst heiraten, du musst, die Welt sagt eine Menge Sachen, weil der Teufel zeigt immer auf das Sichtbare. Natürlich bauen wir auch ein Haus und heiraten etc., aber das ist nicht unser Ziel, das ist nicht das, was unser Herz wirklich bewegt, das sind im Grunde Nebensachen. Das Wichtige ist für uns das Unsichtbare. Wir sind nur, lass mal sehen, wo habe ich das geschrieben? Irgendwo habe ich das geschrieben. Später, lass mal sehen. Ja, wir sind nur vorübergehend auf dieser Welt. Wir sollen nicht von unseren Mitmenschen uns isolieren. Aber uns isolieren von der Unreinheit, von den Kompromissen, von den Bindungen. Weil diese Sachen, dieser Weltsystem, der bindet uns an den Teufel. Indirekt. Wenn wir diese sichtbare, materielle
Sachen lieben, wenn unser Herz darin liegt, dann binden wir uns an das Materielle, was ein Werkzeug des Satan ist, damit, dass wir Gott, dafür, dass wir Gott vergessen. Größte Angriffsflächen der Menschen haben wir gelesen in diesem Vers. Woher? Ne? Fleischeslust, das sind die schmutzigen Lüste, und den Wunsch nach ihnen, die sinnliche Belohnung, weil der Satan auch immer die Menschen belohnt, wenn sie das Materielle lieben. Dann schenkt er die Leute auch gutes Essen oder ein paar Minuten Lust mit dem Ehebruch oder so. Natürlich verspricht der Satan immer, ja, wenn du das und jenes hast, wenn du jetzt viel Geld hast, dann wirst du glücklich, ne? Alles gelogen. Aber die Menschen fühlen sich belohnt. Wenn sie jetzt ein bisschen Geld haben, dann denken die, oh, ich fühle mich so gut, weil ich 100 Euro habe. Wenn ich 1000 Euro hätte, dann wäre ich 10-mal glücklicher. Ne? Ungefähr so rechnen die Menschen. Aber das ist alles, sind alles Lüge vom Teufel. Jesus hat die Welt verurteilt. Wir sollen uns von ihr absondern. Okay, fernhalten von Kompromisse und Bindungen. Entschuldigung, ich habe Punkt Nummer 2, Augenlust. Gier nach schöne, interessante, aber von Gott verbotene Dinge. Pornografie, Lust, sich Gewalt und Obszönitäten anzuschauen. Das ist auch ein Beispiel von Augenlust. Und Punkt Nummer 3, der Hochmut des Lebens, Arroganz, Hochmut, Unabhängigkeit, Selbstzufriedenheit, Rebellion gegen Gott. Alles, wo der Mensch denkt, er braucht Gott nicht, weil er schaut auf die Materie, schaut auf die Welt und denkt, ich arbeite, ich verdiene mein Geld, ich brauche Gott nicht. Und er fühlt sich dann sehr wichtig, er fühlt sich unabhängig, er fühlt sich ein Mini-Gott, ne? Und viele wollen sich im Rampenlicht stehen, wollen im Rampenlicht stehen, das andere sie dann verherrlichen, das andere sagen, so, der so und so, der ist so berühmt, der hat so vieles erreicht, lass uns klatschen für ihn, ihn bejubeln und so weiter. Viele wünschen sich das. Ne? Das ist auch ein... Was hast du gesagt, Stefan? Ich habe gesagt, für mich persönlich, also ich habe gesagt, das Schlimmste ist diese Rebellion gegen Gott. Und ja, also das bedeutet, der Mensch ist im Zentrum und die Welt und das Ich. Menschliche Sinnlichkeit, menschliche Bedürfnisse, auch so und ja. Aha, okay. Seite 37 habe ich schon bemerkt, dass es zwei Gruppen gibt. Die Leute, die den Teufel folgen und die Leute, die Gott folgen. Die Gemeinde Jesu und die Welt sind zwei Gruppen. Der Satan herrscht über die eine Gruppe und die andere gehört Gott. Und wir können nicht gleichzeitig die Welt lieben und Gott lieben. Habe ich schon versucht zu erklären, das mit dem Sichtbaren und Unsichtbaren. Das geht nicht gleichzeitig, zwei Systeme zu folgen. Jetzt fällt mir kein Beispiel ein, wie es unmöglich ist, zwei Systemen gleichzeitig zu folgen, vielleicht später. Aber Missionarin Elisabeth, würdest du Johannes 3, Vers 19 bitte vorlesen? Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Johannes 3, 19. Da sehen wir ganz klar die zwei Gruppen. Die Menschen, die da die Finsternis lieben, und die Menschen, die das Licht lieben. Die Menschen, die die Finsternis lieben, das heißt, die
Sie machen sich keine Gedanken über das Gericht. Sie versuchen immer, das Beste für sich herauszuschlagen. Und wenn es auch um falsche Wege, auf falsche Wege geht. Und die Menschen, die das Licht suchen, das heißt die Menschen, die ehrlich versuchen, ehrlich zu leben, die, wenn sie was Falsches getan haben, zu Gott gehen, um Vergebung bitten und dadurch reinigen sie sich. Und die Menschen, die die Finsternis lieben, die machen die bösen Sachen, die folgen Satan und dadurch haben sie ein schlechtes Gewissen und dadurch haben sie auch Jesus abgelehnt. Das Licht ist in die Welt gekommen. Ja, das heißt, die Menschen haben Jesus abgelehnt, weil Jesus ihr schlechtes Gewissen gerührt hat. Und das hat wehgetan und darum haben sie Jesus abgelehnt, um weiterzumachen wie vorher. Okay, Kampf gegen die Welt. Das heißt, wir haben einen Kampf gegen die Welt. Wenn Menschen die Welt lieben, dann werden sie korrumpiert und Satan versucht, die Menschen zu zerstören. Ist auch das Ziel Satans, Menschen zu zerstören. Die Welt zu lieben bedeutet eng mit ihren Werten verbunden sein. Habe ich schon erklärt, ne? Das System, das Sichtbare, das Materielle, verbunden mit diesem System sein. Denken, wie dieses System fordert. Das ist quasi ein Glauben. Das Glaube an der Materie. Es gibt Leute, die sagen, ich glaube nur an das, was ich sehe. Das ist ein Widerspruch, ja, weil Glaube heißt immer zu glauben an das, was man nicht sieht. Aber in diesem Fall verdeutlicht es das, dass diese Menschen den Glauben an die Welt haben. Das heißt, an das Sichtbare, das Materielle. Die sagen, ich glaube nur an das, was ich sehe. Das heißt, sie hängen an das Sichtbare. Sie hängen, ihr Herz liegt an das Sichtbare. Sie lieben das Sichtbare, die sichtbaren Dinge, die lustvollen Verlockungen der Umgebung. Stefan, würdest du Matthäus 16, Vers 26 bitte lesen? Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Das ist eine gute Aussage. Aber sein Leben verliert. Ja. Oder was kann der Mensch als Glücklicher für sein Leben geben? Ja. Genau. Und viele Menschen versuchen hier die Welt zu gewinnen. Das heißt, viel aus dieser Welt für sich zu nehmen. Viel Geld verdienen oder viele Besitztümer zu haben, viele Häuser zu haben, weil sie fühlen sich sicherer. Die glauben an dieses System. Die glauben, wenn ich mehr Sachen habe, bin ich glücklicher und erfülle den Sinn meines Lebens. Naja, sie glauben daran, sie denken so, ist eine Denkweise. Lust haben an das, was Gott beleidigt und widersetzt, sollen wir nicht haben, sondern wir sollen die Sünde, Gottlosigkeit, Sittenverfall und Korruption der Welt ablehnen. Ja, Weltlichkeit, ne? Weltlichkeit, das ist auch ein Begriff, das manchmal schwer zu erklären ist, sind Menschen, die sinnlich leben, die diese Sachen schätzen, verdrehten Ideen in vielen Bereichen. Satan benutzt alles möglich, um sich Gott, sein Wort und moralische Maßstäbe zu widerstehen, wie zum Beispiel, Satan, er verbreitet seine Ideen in Bereiche wie der Moralität, der Philosophie, Psychologie, Regierung, Kultur, Erziehung, Wissenschaft, Medizin, Musik, Wirtschaft, Unterhaltung, Massenmedien, Sport, Landwirtschaft und so weiter. In allen Bereichen hat Satan seine Finger. Das heißt nicht, dass diese Bereiche schlecht sind. Das heißt nicht, dass Wissenschaft oder Medizin oder Musik in sich schlecht ist. Nein, das sind alles nicht schlechte Sachen. Aber der Feind steckt seine Finger da rein und benutzt manchmal oder sehr oft diese Sachen, um die Menschen immer versessener zu machen auf das Materielle und so Gott zu vergessen und auch die Maßstäbe Gottes abzulehnen, die moralische Maßstäbe Gottes abzulehnen.
Satan versucht, unser geistliches Leben zu zerstören. Das ist normal. Er versucht, unser geistliches Leben zu zerstören. Und wie macht er das? Dadurch, dass er versucht, in unserer Seele viel Liebe zur Materie, zum Materiellen, zu materiellen Sachen, sei es jetzt Geld oder so, oder Sex oder andere Sachen, alles, was sichtbarer materiell und Lust macht, versucht er in unserer Seele zu stecken, so dass unser geistliches Leben kaputt geht. Ich denke, das ist nicht so schwer zu verstehen. Isaias, hast du das verstanden? Ja. Ne? Halleluja. Halleluja. Ja, und Satan hat auch religiöse Systeme geschaffen, die weltlich sind. Ja, wie kann ich beweisen, dass eine Religion weltlich ist? Weil wir schauen auf Religionen, die nicht Gott wirklich dienen. Was haben die? Die haben schöne Tempel, große Tempel aus Stein mit Würdenträgern, die ganz prachtvoll gekleidet sind, mit vielen Abbildungen von Heiligen vielleicht und mit ganz viele Sachen, die mit der Materie zu tun haben. Kelche und Kreuze aus Gold, alles was so materiell wertvoll und schön ist. Versteht ihr? Ja, ja. Kelche. Also diese ganzen Sachen, wird ja immer ein Wert, gewisser Wert so zugesprochen. Mit Kelche, mit Kreuze und alles. Ja. Ja, genau. Isaias wollte was sagen. Und dazu noch, ganz in der Mitte steht der Mensch. Ja, und der Mensch am vergänglichsten. Ja. Und der Mensch ist auch Materie, der Mensch ist auch vergänglich. Und der Mensch wird auch irgendwie auch angebetet in diesen Religionen, im Zentrum gerückt, ne? Verehrt und so weiter. Und da sehen wir, dass alle Religionen im Grunde weltlich sind, weil sie auf das Sichtbare, auf das Materielle, auf den Menschen gerichtet sind. Ne? Auch zum Beispiel der Buddhismus ist eine Religion, dass, sagen wir so, vielleicht nicht so viel auf diese sichtbare, externe Sachen gerichtet ist, aber er ist total zentriert auf den Menschen. Der Mensch ist das Zentrum. Ne? Da kommen wir auf das gleiche Punkt. Ne? Mensch als Zentrum. Ja. Von der Welt können wir nichts Gutes erwarten. Jesus sagt, dass in der Welt haben wir Trübsal, die Welt hasst uns, die Welt verfolgt uns und die Welt fügt uns Leid zu. Da habe ich hier die Bibeltexte zitiert, die das auch untermauern, diese Aussage. Aber durch den Glauben überwinden wir die Welt. Dadurch, dass wir an den Verheißungen Gottes hängen und sein Wort, wie durch den Propheten gegeben hat, an ihn selbst persönlich direkt in unsere Herzen hängen, dann überwinden wir diese ganzen sichtbaren materiellen Systeme und werden wir befreit. Die Welt sagt uns, wenn du jetzt nicht so und so viel Geld auf dem Konto hast, dann wirst du vielleicht verhungern. Aber Gott sagt, ich bin dein Versorger. Ne? Nur ein Beispiel, aber dieser Beispiel, der kann man in alle anderen Bereichen unseres Lebens ausstrecken. Ja, der Satan verspricht uns sehr vieles oder versucht Angst einzuflößen durch viele Sachen und Gott sagt, glaub an mir, hat Frieden, ne? Friede sei mit euch, glaubt an mir, vertraut, obwohl die Welt so vieles sagt. Was sollen wir tun? Wie sollen wir handeln? Für die Welt sterben. Ne, das heißt, dieses System abzuschalten in unserem Kopf. Nicht mehr dieses System nachgehen. Ja, wenn wir, sagen wir so, ein Haus kaufen wollen, nur weil es uns, weil wir die Begierde dafür haben, menschlich, fleischliche Begierde haben, das ist falsch.
Aber Gott will uns ein Haus geben, wenn es der Fall ist, dann ist es keine menschliche Begierde, dann ist es eine Verheißung Gottes. Das heißt, da müssen wir klar unterscheiden. Alles, was wir kaufen, wenn wir jetzt durch die Stadt laufen und irgendwas sehen und das kaufen möchten, dann müssen wir uns fragen, ist das jetzt aus Lust, aus Begierde, oder hat mir das Gott befohlen auf dem Herzen, das zu tun? Versteht ihr? Jedes Mal, jede Entscheidung müssen wir hinterfragen, woher kommt, was ist der Bewegungsgrund für diese Entscheidung? Ja, Salz und Licht vor ihnen sein. Die Welt. Die Welt ist böse. Und wie wird die Welt entböst? Habe ich ein neues Wort erfunden, ne, Isaias? Ja, Neufindung. Isaias weiß, dass dieses Wort nicht im Wörterbuch gibt. Wie wird die Welt entböst? Das heißt, dadurch, dass gute Menschen das Gute verbreiten, die Güte verbreiten. Und das heißt Salz und Licht sein. Wenn wir Gott gehorchen, wenn wir gute Absicht haben in unserem Herzen, unseren Mitmenschen gegenüber, dann bringen wir Güte in die Welt rein, als Stellvertreter Gottes. Und das bedeutet Salz und Licht zu sein, ganz zusammengefasst. Die Menschen lieben und versuchen, sie für Jesus zu gewinnen. Ja? Und Halleluja, dass diese Welt, dieses Weltsystem vergeht, ist vorübergehend. Und Gott wird das annullieren, annihilieren, wie sagt man das auf Deutsch? Wird das zerstören, völlig zerstören, wenn er mit seinem Reich kommt. Wenn er sein Reich aufbaut, das ein geistliches Reich ist. Amen? Amen. Halleluja. Halleluja.